Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Trackmania Together. Wieder mal mit David. Morgen. Und immer noch auf demselben Server wie im letzten Part. Genau. Auch dieselbe Strecke direkt nach dem letzten Part. Genau. Und ich kenne die Strecke irgendwoher. Und ich nicht und ich bin Dritter und dieser Heiker ist schon wieder Erster und hat hier den zweiten Local Record. Das haben wir alles schon festgestellt. Heiker! Oh, ich war gerade erst an dem Checkpoint. Aber danach voll abgeschmiert. Abgeschmiert, nee, ist egal. Oh, das da war perfekt. Und der Schluss war dann einfach nur schlecht. Er sagt, wir sollen sagen, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Hä? Die war schon zu Ende, mein lieber Freund Heiker. Der ist... Dem seine Zeit wird immer ignoriert. Ja. Warum das ist, will der das wissen? Der cheatet wirklich, ey. Ja, der muss einfach so oft ausprobieren, bis es funktioniert. Cheater! Wir haben ihn enttarnt! Haha. Zeigt ihn an! Du musst jetzt einen Videobeweis machen. Ja, hab ich doch. Ja, nee, aber du musst auch gucken. Du musst ihn die ganze Zeit zugucken. Nein. Doch. Das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Der schreibt nachher eh und als Kommentar, ich hab gar nicht gecheatet. Ja. Ja, jetzt schreibt er was anderes. Jetzt schreibt er, das stimmt doch auch. Und jetzt schreibt er ja. Was? Lass mal keinen Scheiß. Oh, er fährt gerade vor mir. Der leckt da rum wie sonst was. Ne, wirklich. Der hat bestimmt nur eine 32K Modem. Bestimmt. So, ich würde die Map jetzt mal gerne richtig fahren. Ich bin an dem letzten Checkpoint immer Erster und fahre danach volle Suppe gegen die Wand. Ja, so ging's mir auch. Aber nur noch ein halbes km/h und dann komme ich schon später an dem Ziel. Mein Vater hat letztens noch so ein 64K Modem da rumstehen gehabt in seinem Büro. Da habe ich erstmal gefragt, was ist das? Ein Modem. 64K. Was ist das? Ich so, nein. Ja, später fragen die Leute, was? DSL 100.000? Was ist das denn? Okay. Später so gibt es bestimmt irgendwo irgendwie so noch was Besseres als Glasfaser, so richtig heftig. Ja. Da lädt man einfach mit 50 Gigabyte die Sekunde hoch. Das ist dann Obsidianfaser. Ja. Oh, ich hätte gerne eine bessere Internetleitung, da würde ich den ganzen Tag nur Let's Plays machen. Ah, Mann, ich bin Letzter, abgesehen von dem, der nicht im Ziel war, aber der ist wohl eher AFK, weil die Strecke hier schafft man ja auf jeden Fall. Das ist eigentlich saugeil, da kannst du, wenn du dann eh nichts zu tun hast, oder Hartz-IV-Empfänger bist oder so, dann nimmst du einfach die ganze Zeit auf, renderst, und wenn du gerendert hast, lädst du hoch, in der Zeit nimmst du nochmal auf, und das immer so weiter, und dann sind die Leute immer top informiert, was du gerade machst. Genau, also an alle Hartz-IV-Empfänger, macht mehr Let's Plays. Ich könnte euch da erst noch ein Referat halten. Ich habe nämlich zuletzt Referat über Hartz-IV gehalten. Oh Gott, nein. Referat über Hartz-IV. Hast du wenigstens noch Hartz-III und Hartz-II und Hartz-I mit einbezogen? Natürlich. Wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Ja. Ich Hartz dich weg, ey. Und als Let's Player ist ein Referat immer eine ziemlich einfache Sache, das muss man schon sagen. Das stimmt echt. Das ist selbst mir so ergangen. Das Geilste war eh noch, meine Lehrerin, wer hat doch Radiomoderator? Ich so, wieso? Ah ja, deine Stimme passt dazu. Weil ich, wenn ich vorne stehe, habe ich eine viel dunklere Stimme, als wenn ich... Hinten stehe. Was? wenn du hinten stehst. Nee, ich meine, da habe ich eine dunklere Stimme, als wenn ich jetzt hier so rede oder so. Ich weiß nicht warum. Hallo, ich halte heute ein Referat über Hartz-IV. Nee, so richtig geil, so richtig, oh, godlike. Ja, richtig geil. So godlike. Stimme Gottes. Nein, ich komme nicht mehr ins Ziel. Das war die Stimme Gottes. Nein! Boah, erster am Checkpoint. Boah, fünfter am Checkpoint, scheiße. Oh, ich bin so schlecht! Komm, ich schreibe mal, ich hatte minus 1024 Sekunden. Er hatte minus 6, schreibt er. Heißt das nicht 6 minus? Hä? Na, eine 6 minus hatte er. Ich hatte nur plus.
Ich nur neutral. Oh, mein Popschutz war voll am Mikro dran. Oh. Hab ich gerade gemerkt. Dann hat dein Mund wohl doch mit dem Mikrofon gepoppt. So, wieder wieder irgendwas Witziges in den Local Records. Nö. Didi fährt hier mit. Christie 91. Duquesne 373. Ja, oder der vierte von unten. Ome Brazzol. Und der 30. im Didi Mania hat keine Ahnung. I don't know. I don't know my name. Was ist das hier jetzt? Jetzt habe ich geguckt, was das für ein Track ist. Black Mini. Das ist ja ganz schön rassistisch, das hier. Wieso rassistisch? Wenn die doch die Black, dann Black, wenn sie Black nennen, beziehen sie doch das Schwarze mit ein. Was? Alter, was ist das hier für eine Kacke? Was? Ich finde die cool. Wie kann man denn so einen behinderten Wallrider machen? Ist doch geil gemacht, was willst du? Einen normalen und nicht so einen Behinderten hier. Was denn das? Ja. Alter, der stellt die Sicht so automatisch um. Ist doch gut. Ey, pass mal auf. Nicht im Wallride, danach, nachher. Ja, im Wallride war es gerade nicht. Pass mal auf, ey. Ist doch cool. Ja, klar. Passiert doch sowieso nichts mehr. Ist doch dein Ziel. Dann passiert doch sowieso nichts mehr. Ja. Hä, war ich jetzt der Erste im Ziel? Ja, ich bin die ganze Zeit hier herumgeflogen und bin. Ey, du warst doch schon bei der Kamera, danach passiert doch gar nichts mehr. Ah ja, ich bin aber da zu langsam gewesen. Ey, wie kann man da. Ach so, für den Sprung oder was? Ja. Also. Okay. Boah, jetzt habe ich das so awesome hingekriegt gerade. Jetzt mache ich sowas von Didi Mania hier. Auf jeden Fall. Na, ah, okay. Nee, der andere, der ist immer noch vor mir. Der Rattenfuß. Alter. Auf 24 Fuß. Ich hatte 24 N20 hätte ich gelesen bei dir. Ich dachte gerade schon. Boah, nee, war geh ich gerade ab. Was? Geh ich gerade ab. Ach so. Oh, da hat's mich weggehauen. Dieser Rattenfuß, voll der Cheater, ey. Warum? Weil ich saugut fahre und der ist noch besser. Fühl dich mal nicht so. Ich kriege jetzt eh keine bessere Zeit mehr hin. Oh, ich bin noch mal schneller. Geht denn das? Hauptsache mal was gesagt. Die Map hier ist sau einfach. Easy. Jetzt bin ich langsamer. Tschu. Ah, verdammt. Also ich bin irgendwie sau langsam. Hm, komisch. Ich bin zu müde. Daran liegt das wohl. Es ist gerade mal 7 Uhr. Ja, ich habe aber heute Nacht von 4 bis um ach so. 11 gepennt. Ich bin das ist doch. Was? Das ist länger wie ich. 7 Stunden knapp. Ja, ich habe weniger. Ah ne, warte mal, ich habe bis 10 gepennt, weil um 11 Uhr ist mein Wecker gegangen, aber da war ich schon lang wach. Boah, war ich gerade schnell, aber nur den ersten Checkpoint, wahrscheinlich verkacke ich es jetzt. Aber am ersten Checkpoint war ich übel schnell gerade. Und danach total verkackt, scheiße. Ah, Mann. Das da war eigentlich ziemlich gut gemacht. So. Okay, das war scheiße. Oh, immerhin ein bisschen schneller. Ich bin nur noch vierter. Bis vor mir jetzt. Ja. Cheater. Was ist denn mit dem Hiker los? Ah ne, der Hiker ist auch vor uns, okay. Das war jetzt noch easy. So, jetzt bin ich ein bisschen zu langsam. Oh Gott. Ich nicht, ich bin gerade super gefahren und trotzdem, was war denn da los? Alter, Rattenfuß, einfach 24,59 jetzt. Zack, bam, Junge, habe ich dich überholt. Ich krieg dich nochmal. Ich war zum Schluss jetzt irgendwie sauschnell. Ich hab alles verkackt, außer den Schluss. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich mach dich assi fertig. Eh nicht. Wie viel wetten wir? Nein, den Wallride nicht geschafft. Nein, dieser Heike hat nochmal die Cheats reingehauen. Heike ist nochmal schwer am Cheaten, ey. Ah, komm. Und zack. Ja.
Ja, irgendwie war das da gerade komisch. Nein, jetzt habe ich den Wallride total behindert genommen. Nein! Eine Chance habe ich noch. Da habe ich ihn nicht genommen, Junge. Oh, das war nix. Ah, scheiße, ich kann nicht mehr fahren. Mach neu starten. Oh, ne. Strecke ist blöd. Ah, jetzt war ich am Anfang schon wieder so schnell. Fuck. Nein, boah. Nein, nein! Ich auch, ich war gerade so schnell, ey. Oh. Scheiße. Ich war gerade schneller. Ah! Nein! Ich wäre jetzt unter 25 mal kommen, mindestens. Ich wäre unter 24 gekommen. Ja. Wie nochmal? Naja, die haben noch gewotet. Hab ich nicht mitgekriegt. Scheiße. Damit bin ich nicht einverstanden. Dann macht die, setzt die Wette nochmal zurück. Mit Voting so rum. Welche Wette? Achso. Voting. So, würde ich sagen, direkt mal erster die Mania. Ja, hol ich. Oh, scheiße. Ich hab den Wallride direkt schon mal verkackt. Na, jetzt kommt ja Stevie, jetzt wird anders abgerechnet. Oh, jetzt bin ich auf die Seite, jetzt bin ich auf die Kante gefallen. Toll. Wer ist Stevie? Keine Ahnung. Hä, wie wird anders abgerechnet? Laber aber nicht. Keine Ahnung. Ah, hier, Steven ist. Nein, Sikwin heißt er hier. Stevie der G. Und der war langsamer wie du. Wer? Der Sikwin. Oder Sexwin. Sexwin. Ach, Sexwin, ja, okay. Der hat jeden Tag Sex mit Sven. Ich bin circa gleich mit Stevie. Was schreiben die Westen dieser Stevie hier? Gell, okay, wer soll denn das alles sein, ey? Ich kenne nur Stifler. Oh, hast du gehört, da kommt ein neuer American Pie Film. Ja, habe ich schon ungefähr seit 100.000 Jahren gehört. Ja, aber ist saugeil, da freue ich mich übel drauf. Ja, da freuen wir uns alle übel drauf. Müssen wir übel ins Kino gehen, ey. Aber übel. Machen wir Let's Watch Film, ey. Ja. Da, zweiter Jung! Nehmen wir uns auf, wie wir die ganze Zeit lachen. Dann hätten wir uns müssen aufnehmen, als wir New Kids geschaut haben. Oh Gott, nee. Der Film ist so lustig. Ich hab so gelacht. So lustig, ich hab so gelacht. Das ist so lustig, ich hab so gelacht. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ja. Der Marvin, ey. Der Matze, du Idiot. Nee, der Marvin. Aber der Marvin hat das immer nachgemacht. Ach so, ja, aber der Matze. Bei dem fand ich nur lustiger als bei Matze. Nee, ich nicht. Das ist so lustig, ich hab so gelacht. Boah, war ich grad schnell, scheiße. Bam! Ich skate wie ein Dämon. Skate wie ein Dämon, ey. Deine Mutter ist Tony Hawk. Ich skate wie ein gelber Dämon. Hä? Was? Der hat manchmal, wo er seine Farben davor verwendet. Einfach aus Spaß. Aha. Oh, du bist gar nicht informiert, ey. Gelber Dämon kenne ich nur aus Supernatural. Der gelbäugige Dämon. Warum hat der Kerl mich jetzt nochmal überholt? Was soll denn das? Hast du mal meine Asi-Zeit gesehen, ey? Ja. 24,66. Oh Mann. Wer von euch hat denn Dings gesehen hier? VOG-WM. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr VOG-WM geguckt habt. Ich fand das nämlich super lustig, dass Ailton zweimal in einer Runde stecken geblieben ist. Ey, super Sache. Das war sauwitzig. Und ansonsten, ich hab die WM nicht ganz geguckt. Aber ich fand cool, dass. Boah, Junge, ich bin Erster. Oh, ich war Erster an dem einen Checkpoint. Ach so, ich dachte jetzt schon insgesamt. Nee. Und dann bin ich sowieso rausgeflogen nochmal. Der Ailton. Ich hab das nicht geguckt, ich war saufen. Aber ich find blöd, dass Matze Knob hat wieder da irgendwas gemacht. Also der war. Dings. Wer Dings? Heißt das? Moderator? Nee, jo. Also er hat die Startbahn interviewt. Also die Leute auf der Startbahn. Ach so. Und ich find Matze Knob total blöd. Ja, ich find ihn auch irgendwie doof. Aber Oliver Pocher ist genauso scheiße. Ja, gut, der war ja nicht da. Ja, aber ich meine,
Heute habe Und ich nochmal Elton. irgendwas von Oliver Pocher gehört. Ich habe gedacht, oh, so ein Idiot. Elton ist ohnmächtig geworden auf der Strecke. Echt? Ja. Wieso das? Weil er im Kopf auf die. Auf Eis aufgeschlagen ist. Oh, das ist bitter. Aber irgendwie nur eine Sekunde oder sowas. Eine Sekunde ohnmächtig. Direkt nochmal da. Was war los? Wo bin ich? Was? Ich war ohnmächtig. Ich war so lange weg jetzt. Bin ich hier hingekommen? Und weißt du, wer noch da war? Einer von New Kids war dabei. Da war man nicht. Doch, einer von New Kids war dabei in Holland, im Holland-Team. Aber natürlich ohne die Frisur, also in normal. Normal. Und da war wieder dieser Behinderte, wie heißt der? Pferd, Ross, genau. Was, dieser Ross. komische Schwule? Ja, genau. Ach so, oh Der Gott. macht immer mit. Oh Der Gott. ist total blöd. Genau wie, wie heißt da der andere hier, der auch blöd ist? Der ist nicht schwul, aber der ist blöd. Ich habe den Namen vergessen. Das sagen wir euch dann im nächsten Part, wer das war. Die ganze High Society der Comedy ist nicht so gut wie mir. Wenn wir da wären, die würden uns alle lieben, ey. Genau. War es das jetzt nicht? Keine Ahnung. Doch, ich glaube, wir sind 3 Runden gefahren. Ich weiß es nicht. Doch, das war's. Okay. Auf Wiedersehen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns über einen Kommentar und eine Bewertung freuen über die genannten Themen. Natürlich die Kommentare oder so. Gut, auf Wiedersehen, ne? Ciao. Ciao, sind's.